herzlich willkommen zu Fingerzeig, der gebärdensprachlichen Talkshow. Heute zum Thema Gallaudet-Universität. Wir haben einen ganz speziellen Gast eingeladen, und zwar Herrn Lutz Pepping. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wo du herkommst, wo du zur Schule gegangen bist, damit wir ein bisschen was von deinem Hintergrund wissen. Ja, ich bin geboren in Essen. Ich bin zuerst in einen lautsprachlichen Kindergarten gegangen, dann auch in eine lautsprachliche Grundschule. Da gab es natürlich keinen Dolmetscher für mich, sondern es war eine lautsprachliche Erziehung. Danach bin ich auf eine Realschule gegangen, habe geguckt nach einer Realschule für Hörende, hat nicht gepasst. Bin dann in die Realschule nach Dortmund gegangen und habe da zum ersten Mal auch Kontakt zur Gebärdensprache gehabt. Und habe da dann meinen Abschluss gemacht an der Realschule, habe in Essen Abitur gemacht und habe danach auch studiert. Ah, du warst in Dortmund in der Realschule, in der Realschule für taube Menschen. Und da hast du dann auch Abitur gemacht, danach in Essen auch für taube Menschen, richtig? Mhm. Und nach dem Abitur gab es da vielleicht für dich auch die Überlegung, ob du echt eine Ausbildung machen willst, oder war für dich von Anfang an klar, dass du auf jeden Fall ein Studium machen willst? Da muss ich sagen, dass ich einem Lehrer sehr dankbar sein muss oder sehr dankbar bin, der selbst schwerhörig war, aber sehr gebärdensprachkundig. Und der kam dann bei uns in die Klasse und hat auch Guten Morgen gebärdet. Und es war auch das erste Mal so, dass ich einen gehörlosen bzw. hörgeschädigten Lehrer hatte. Und wir hatten ganz viele Fragen, oder ich hatte auch ganz viele Fragen, und habe ihn gefragt, wo er Abitur gemacht hat und wie er Abitur gemacht hat. Und da war für mich die Berufswahl sofort klar, ich will auch Lehrer werden. Der hat einen super lebendigen Unterricht gemacht, qualitativ hochwertig, Gebärdensprache umsetzen in Schriftsprache, alle möglichen Dinge, die ich total spannend finde, die hat er angeboten. Und das war für mich ganz klar, dass ich Lehrer werden wollte. Hast du in Essen studiert? Nee, in Essen habe ich Abitur gemacht. Okay, danach hast du dann in Hamburg studiert, richtig? Und auf Lehramt, denke ich. Mhm. Und du hattest dann auch gesagt, dass du der einen Lehrerin irgendwie so dankbar bist, dass sie dich sozusagen zu dem Beruf gebracht hat. Nach dem Studium, du hast einen Abschluss gemacht, das ist klar, denke ich. Mhm. Und danach, wie kamst du dann auf die Idee, nach Gallaudet zu gehen? Weil es gibt auch viele Möglichkeiten, nach dem Abschluss irgendwas zu machen. Also man kann ja viele andere Länder bereisen und da seine Erfahrungen sammeln. Warum bist du dann in die USA gegangen und warum gerade nach Gallaudet? Und woher hast du die Informationen gehabt, dass es das gibt? Im Lehramtsstudium, das möchte ich noch sagen, dass da viele Dinge, wenn es um die Pädagogik für taube Menschen und um das Material und die Qualität geht, das zu wenig war, sondern es war eher Materialien für hörende Menschen. Aber die kulturellen Aspekte von tauben Menschen und von der gehörlosen Kultur, die sind in den Materialien nicht dabei. Ich habe da zwar die Sachen alle gelernt und habe da auch meine Abschlüsse gemacht, aber ich brauchte da noch mehr Feedback, wie ich das wirklich für die gehörlosen Kultur umsetzen kann. Ich war zuerst in Afrika, habe da meine Erfahrung gemacht, war dann in Fremont in der gehörlosen Schule. Das ist eine ganz wunderbar fantastische Schule gewesen. Dort gab es viele Angebote und viele Dinge, die ich gelernt habe, und die haben mir auch den Anschluss gegeben, dass ich nach Gallaudet gehen soll, weil es gab es ein Programm für bilingualen Unterricht auf einer wissenschaftlichen Ebene, und es hat mich interessiert, und ich habe dann auch einen Antrag gestellt bei einer Stiftung, ob die für mich dann vielleicht die Universität bezahlen würden, vielleicht ein Forschungspraktikum für 2 Monate. Und das Forschungspraktikum hatte als Schwerpunkt Deaf Studies, Deaf Education und auch Linguistik. Das waren so die 3 Schwerpunkte, in denen geforscht wurde. Also welche Dinge sind besonders, welche Dinge sind anders. Die Information hattest du aus Hamburg, oder war das eher so, dass der Anschluss aus Fremont in der gehörlosen Schule in den USA kam? Also ich habe mehrere Leute getroffen, die in Gallaudet studiert haben oder da auch Kurse belegt haben. Die meisten Leute eher im Bereich Deaf Studies. Eine Person, die ich kannte, die war im Bereich Deaf Education, jetzt aber ein Jahr lang gemacht. Und bei mir waren es ja nur 2 Monate. Und die Person hat gesagt, das war eine total super positive Erfahrung für mich. Allein schon, weil es eine sehr, sehr hohe Genauigkeit in diesen Studiengang hat und man sehr viele Dinge optimieren kann. Also wenn es zum Beispiel um den Spracherwerb geht von hörgeschädigten Kindern, beziehungsweise wie werden gebärdensprachliche Dinge schriftsprachlich ausgedrückt. Da gibt es in Deutschland viel zu wenig Forschung und auch viel zu wenig Forschungsergebnisse. Und ich glaube, dass da auch viele hörende Lehrer ein bisschen überfordert sind, die Aspekte von der gehörlosen Kultur auch einzubringen. Und Gallaudet ist schon eine relativ alte Universität. Das gibt es schon länger, die haben da schon die Erfahrung. Und ich brauchte da auch Personen, mit denen ich mich austauschen kann und wo ich auch Dinge hinterfragen kann und fragen kann, warum Dinge
so sind, wie sie sind. Wenn es um das Bilinguale geht, weiß ich nicht, in Deutschland habe ich das Gefühl, das Niveau ist noch nicht so hoch. Ist das Niveau in den USA höher? Ich habe das Gefühl, dass das Niveau, das bilinguale Niveau vielleicht ein bisschen höher ist in den USA, also in Gallaudet, als zum Beispiel an der Universität in Hamburg. Die Qualität des Niveaus, das kann ich nicht beurteilen. Das Konzept in Hamburg, die Bilingualität, wird vielleicht ein bisschen anders gelebt. Das bedeutet Gebärdensprache, Lautsprache und Schriftsprache. Das ist das bilinguale Konzept, beziehungsweise das, was in dem Konzept in Hamburg beinhaltet ist. Und in den USA ist es halt Gebärdensprache und Schriftsprache. Die Lautsprache ist da nicht so wichtig. Wichtig ist die Gebärdensprache und das Schriftsprachniveau. Das sind die wichtigen Bereiche, in denen Kinder die Fähigkeiten haben müssen. Und da wird viel investiert. Es gibt drei verschiedene Fächer, die da auch Frage kommen: ASL, amerikanische Gebärdensprache, in Deutschland halt DGS, dann Schriftsprache bzw. Lesen, nur Lesen. Also das Thema des Faches Lesen, wie kann ich Lesekompetenz erwerben, und dann Schreiben, Schriftsprachkompetenz. Das sind die drei Bereiche. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Es gibt einen, in Anführungsstrichen, zweistündigen Unterricht, und da sind alle drei Bereiche mit inkludiert. Und das ist vielleicht für die Kinder manchmal ein bisschen schwierig und gerade für kleinere Kinder ein bisschen schwierig. Ich glaube, da müsste man vielleicht eher eine Trennung durchführen. Das ist anders in Amerika als hier. Ich würde das nicht an einem Niveau festmachen oder an Qualität festmachen können. Okay, du hattest dich entschieden, nach Gallaudet zu gehen, aber gab es vielleicht auch Situationen vorher, wo du gedacht hast oder wo dir gesagt wurde, das gibt Bedingungen, die du erfüllen musst, zum Beispiel abgeschlossenes Studium oder Abitur, weil du hast dich ja auch bei der Stiftung beworben, dass es dir finanziert wird. Und dann würde ich auch gerne wissen, wie war das für dich, deine Erwartung, deine Vorerwartung, die du hattest an die amerikanische Universität? Ja, vorher war es schon so, dass ich auch bestimmte Bedingungen erfüllen musste. Ich musste auch darlegen, warum ich unbedingt dahin möchte und auch in welchem Bereich ich forschen will. Das war in dem Punkt das Thema Inklusion. Ich wollte einfach wissen, ob die Universität und beziehungsweise Amerika sich mit dem Thema Inklusion auch beschäftigt. Ich habe da online auch ein bisschen recherchiert gehabt und habe irgendwie festgestellt, dass das Thema Inklusion gar nicht so groß ist wie hier. In Amerika ist vielleicht die Integration schon weiter vorangeschritten, sodass Inklusion gar nicht so ein diskussionswertes Thema ist. Und habe auch auf der Homepage geguckt von Gallaudet und habe gesehen, dass der Begriff Inklusion relativ selten auftaucht. Und ich habe mich dann gefragt, ob das überhaupt ein Interesse in Amerika besteht, sich dem Thema Inklusion zu widmen, oder welche Größe das hat oder welche Reichweite das hat. Und ich wollte halt auch wissen, inwiefern andere Menschen mit Behinderung in der Universität mit integriert werden, zum Beispiel Taubblinde oder Menschen, die Rollstuhl fahren, und inwiefern das auch eine wirklich tolerante Universität ist und die auch hörende Menschen aufnimmt, oder ob es da Quotenregelungen gibt oder wie viele Hörende auch mit tauben Menschen da studieren dürfen. Die Stiftung hat dann ihr Okay gegeben, haben mir meinen Aufenthalt da finanziert, besonders im Zusammenhang des Themas Inklusion. Und zwar auch als Vergleich zwischen Deutschland und den USA. Was ist so der, in Anführungsstrichen, aktuelle Stand? Okay, du hast die Bedingungen erfüllt, du hast die Ziele erfüllt gehabt von der Stiftung. Inklusion war das Thema. Dann kam der große Tag, du bist in die USA geflogen. Was waren deine Erwartungen? Hast du vielleicht vorher auch schon Informationen gehabt, wie es aussieht an der Universität in Gallaudet, dass es eine gebärdensprachliche Universität ist? Oder wie bist du angekommen? Das interessiert mich. Ich habe mich vorher mit vielen Leuten irgendwie ausgetauscht über ihre Meinung von Gallaudet, und alle haben ein total positives Bild gezeichnet. Und ich habe gefragt, warum, und die haben gesagt, na, es ist halt eine gebärdensprachliche Universität, jeder kann gebärden. Und ich habe dann gefragt, na, ist das das Einzige oder gibt es auch eine universitäre Qualität, die Universität bietet? Und da haben die gesagt, nee, ist auch alles super. Ich habe mich trotzdem gefragt, es muss doch aber auch Seiten geben, die nicht so positiv sind, weil es hat es doch eigentlich immer. Und die Bedingungen, die es da gab, waren, dass man entweder einen Masterabschluss, einen BA-Abschluss hat oder überhaupt einen universitären Abschluss hat, um dann halt bei einem Programm da teilzunehmen. Also sowas wie einen akademischen Abschluss. Und eine Bedingung war auch, dass ich gefragt wurde, warum ich an die Universität kommen will, ob ich da einfach nur ein bisschen so Sightseeing machen will oder ob ich da auch an einem Programm teilnehmen will. Und also mir wurde auch ein Programm gestellt. Also ich wurde deutlich entlastet, wenn es um Termine ging, um Menschen zu treffen. Ich hatte da gar nicht so viel Arbeit. Das war super. Und dazu auch noch besonders das Thema
taube Pädagogik bzw. taube Pädagogen war für mich super, weil ich halt Menschen treffen konnte und ich da nicht so viel zu tun hatte, um die Menschen zu treffen. Meine Erwartungen waren wirklich hoch. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe sehr viele positive Dinge gehört. Ich hatte das Gefühl, wenn ich da ankomme, das muss perfekt sein. Ich kam dann an und es war soweit auch okay. Ich habe ein prima Zimmer bekommen, alle möglichen Dinge. Ich habe dann in einem Seminar gesessen oder an Vorträgen gesessen. Die Atmosphäre war eine typische Uni-Atmosphäre, aber ich muss ehrlich sagen, es waren total wenig Menschen. Also ich war irgendwie gewohnt, dass es auf einer Universität in Deutschland, auf dem Campus, auch viele Menschen gibt und viele Studenten gibt, die da rumwirbeln. Und das war auf dem Campus nicht so. Standen ab und zu mal Leute irgendwie rum, aber es waren dann doch nicht so viele Menschen da. Also es war draußen schönes Wetter, aber auf der Wiese lag niemand und hat sich gesonnt, so wie ich das irgendwie aus deutschen Universitäten kannte. Das war anders. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Ich habe da mir vielleicht ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht liegt es auch an der Technik, weil es gibt da überall Möglichkeiten, einen WLAN-Zugriff zu haben. Das heißt, viele Leute sitzen vielleicht im Studentenwohnheim und machen da ihre studentische Arbeit oder sitzen in irgendeinem Café und unterhalten sich. Aber draußen waren relativ wenig Menschen. Das fand ich ein bisschen schade. Also dieses typische Studentenleben, studentische Kultur, da gab es ein bisschen wenig. In der Universität gab es dann ja auch so verschiedene Geschäfte oder auch Sachen oder Geschäfte, wo ich mal was zu essen kaufen konnte. Aber was mir aufgefallen ist, dass die Menschen ein bisschen in Gruppen geblieben sind. Und die Gruppen waren zum einen so die amerikanischen Taubenstudenten, dann die internationalen Studenten und die Gruppe von den hörenden Gebärdensprachstudenten. Die sind so alle so ein bisschen unter sich geblieben. So eine echte Durchmischung gab es nicht. Für mich war das auch ein bisschen schwierig, weil ich nicht wusste, wo ich mich anschließen soll. Ich habe dann bei den hörenden Gebärdensprachstudenten, mit denen bin ich gut zurechtgekommen, mit internationalen Studenten auch. Aber mit den amerikanischen Studenten, die taub waren, war das nicht so einfach. Wobei die amerikanischen Studenten, die schon mal in Europa waren, die waren relativ offen. Die amerikanischen Studenten, also die auch taub waren, die halt noch nicht rumgekommen sind in der Welt oder die Welt noch nicht so gesehen haben, die sind so relativ unter sich geblieben und sind so ihren eigenen Weg gegangen. Das fand ich ein bisschen schade. Nochmal zurück, du kamst an in der Universität. Ich wollte fragen, war deine Erwartung, dass da ganz, ganz viele taube Menschen auf dem Campus rumlaufen? Oder hattest du das Gefühl, das sind sowieso ganz wenig taube Menschen auf dem Campus und es sind ganz viele hörende Menschen? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Wie sind so die Anteile von hörend und taub an der Universität? Und wie sieht es aus? Können die hörenden Studierenden da auch ASL? Und wie werden die Seminare gehalten in Gebärdensprache? Und musstest du vorher ASL können, bevor du an die Universität gekommen bist? Oder hast vielleicht parallelen Kurs noch gehabt an International Science oder in amerikanischer Gebärdensprache? Oder musstest du das vorher können? Also vor meiner Ankunft war schon Bedingung, dass man ASL konnte. Und da bin ich der Universität Hamburg sehr dankbar, weil die hatten zwei ASL-Kurse, ASL 1 und ASL 2, die ich belegt habe. Und da hatte ich schon gewisse Grundlagen. Und dann auch durch meinen Afrika-Aufenthalt habe ich auch teilweise ASL gelernt, weil es da auch Umgangssprache ist, beziehungsweise Sprache ist, die benutzt wird. Und auch die Gehörlosenschule in Fremont, wurde ja auch ASL auch benutzt. Und das hat für mich eine gewisse Basis gegeben, mit der ich mich gut kommunizieren konnte dann in Gallaudet. Also kommunikationstechnisch hatte ich kein Problem. Du hattest gefragt, wie viele Hörende es gibt. Also offiziell ist die Quote 5%, 5% hörende Studierende in Gallaudet. Und die Quote ist relativ strikt, also mehr als 5% dürfen es nicht sein. Es sind also 95% taube Studierende und davon sind 6% international. Das heißt, 89% sind wirklich amerikanische taube Studierende. Insgesamt habe ich so gedacht, dass von meinem Gefühl her ist es keine echte internationale Universität, sondern eher eine amerikanische Universität und nicht so offen, weil halt die Quote einfach nicht groß genug ist. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass aus der ganzen Welt die tauben Menschen irgendwie nach Gallaudet gehen. Aber jetzt, wenn du es sagst, es sind nur 6%, die Quote ist relativ klein. Das bedeutet, das heißt, dass 89% wirklich Amerikaner sind. Vielleicht kannst du noch was erzählen zu den verschiedenen Bereichen, die es da gibt. Was kann man da studieren? Philosophie, Naturwissenschaften, Chemie, keine Ahnung. Education, Pädagogik, das, was du genannt hast. Oder gibt es da auch nur spezielle Bereiche, die angeboten werden? Oder ist es sowas wie eine typische amerikanische Universität, die wirklich ein breites Spektrum anbietet? Ich würde sagen, es gab 39 Hauptfächer mit einem ganz großen
Spektrum, dazu auch noch viele Nebenfächer. Ich denke, es gibt viele Angebote, aber es sind schon die Hauptpunkte sind Deaf Education, Deaf Studies, ASL und Linguistik. Es gibt auch noch andere Bereiche, weiß ich nicht, Wirtschaft oder internationale Entwicklung. Aber die Hauptschwerpunkte, die hatte ich eben genannt. Die anderen Bereiche sind deutlich kleiner. Es gibt auch Naturwissenschaften, weiß ich nicht, Chemie, du hattest es danach gefragt, das gibt es. Das ist fast so wie eine amerikanische andere Universität, wie man sie kennt, nur deutlich kleiner. Weil amerikanische Universitäten, wenn man sie kennt, sind ja relativ groß, mit 10.000, 15.000 Studierenden. Und in Gallaudet sind es 1.700, 1.800 Studenten. Das heißt, es ist wirklich eine deutlich kleinere Universität im Vergleich zu anderen amerikanischen Universitäten, wie man sie kennt. Okay, du warst in Gallaudet, du hast dann dich eher im Bereich Gehörlosenpädagogik aufgehalten. Warst du ein Jahr, warst du Austauschstudent oder wie war deine Rolle überhaupt? Was war dein Status? Na, ich war Gast, sowas wie, was man im Deutschen irgendwie als Gasthörer bezeichnet. Das war meine Aufgabe. Aber es war jetzt nicht so, dass ich nicht mitmachen durfte, sondern es war schon so, dass sie wollten, dass ich mitmache. Und die Professoren waren auch sehr einverstanden, dass ich mich auch einbringe in den Gruppenarbeiten oder in den Situationen, wo das möglich war. Das war ein sehr guter Eindruck. Ich muss auch sagen, dass die Professoren mich sehr beeindruckt haben für das, welche Energie sie reingesteckt haben in die Studenten, das, wie viel Zeit sie sich genommen haben für die Studierenden. Das fand ich wunderbar. Die waren immer offen, waren immer für ein Gespräch bereit, das war gut. Auch wenn es um das Thema Inklusion ging, hatte der eine Professor, der in dem Bereich Gehörlosenpädagogik zuständig war, nur gesagt, er kann dazu gar nicht viel sagen. Also er kennt so die theoretischen Grundlagen, er kannte die jeweiligen Themen, aber so richtig viel wusste er nicht. Und dann habe ich gefragt, ist es vielleicht möglich, dass taube Lehrer auch an hörenden Schulen hier in den USA arbeiten können? Und da konnte er immer nur antworten mit, ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht genau. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, der würde da viel mehr darauf antworten können und die Amerikaner wären da vielleicht auch viel weiter. Dass man vielleicht auch gehörlose Lehrer fördert und auch noch mehr gehörlose Schüler fördert, aber vielleicht auch noch über den Tellerrand hinaus guckt und dann auch noch taube Lehrer an Regelschulen bringt oder an hörende Schulen bringt. Okay, du warst in Gallaudet. Hast du da vielleicht auch einen Abschluss gemacht und bist zurück nach Deutschland gegangen oder warst du einfach nur die 2 Monate als Gast, hast deine Erfahrung gemacht und bist dann zurückgekommen oder hast du auch eine Qualifizierung gehabt? Ja, ich war nicht ein Jahr da, ich war nur 2 Monate da in einem Forschungspraktikum. Ich hatte ja meinen universitären Abschluss schon, deswegen war es für mich jetzt nicht so wichtig, noch einen Abschluss zu machen. In den 2 Monaten, das war eine freiwillige Sache, das war eine große Chance für mich, Erfahrung zu sammeln und die habe ich genutzt. Nach den 2 Monaten, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, muss ich sagen, dass ich auch ganz zufrieden war, wieder zurückzukommen, weil in Deutschland das ein anderes System ist. Und gibt auch Leute, die behaupten, dass man das vielleicht auch kopieren sollte. Zum Beispiel, wenn es ums Unterrichtsfach Englisch geht. Dass man vielleicht das englische Unterrichtsfach auch mit ASL kombiniert oder mit BSL, also British Sign Language. Weil in Deutschland wird der Englischunterricht eher nach dem Mundbild geformt. Das heißt, es gibt ein englisches Mundbild und deutsche Gebärden im Englischunterricht. Das würde ich gerne ändern. Ich würde gerne, dass man dazu dann ASL gebärdet oder am besten noch BSL, weil ich glaube, dass es was Europäisches ist. Wenn es zum Beispiel auch Klassenfahrten gibt nach England, dann können die Kinder gleich British Sign Language und können sich mit anderen tauben Kindern in England austauschen. Und BSL weiß ich nicht. ASL ist, wenn man das benutzen würde, gar nicht so schwierig. Ich finde, es ist eine relativ einfache Gebärdensprache. Und ich bin auch der Universität in Gallaudet ziemlich dankbar, sondern auch, weil es nicht nur positive Dinge gibt, sondern auch negative Dinge. Wobei dieses Negative ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, wie schlimm, sondern für mich ist es wichtig, einen Vergleich zu haben. Und den Vergleich zu haben, daraus sich dann auch seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Ja, du hast es genannt, Ländervergleiche sind natürlich nicht ganz so einfach. Gibt es vielleicht Sachen, die du trotzdem in Gallaudet gesehen hast, die du gerne in deutschen Universitäten implementieren möchtest? Vielleicht kannst du da deine Wünsche äußern. Also das, was ich eben schon genannt hatte, dass die Professoren sich so viel Zeit nehmen konnten für die Studenten, für Gespräche, eine halbe Stunde, 45 Minuten. Man brauchte keinen Gebärdensprachdolmetscher, weil die Professoren selbst gebärden konnten. Das war ganz wunderbar, eine direkte Kommunikation. In Deutschland finde ich es halt schon müßig, immer wieder einen Dolmetscher zu organisieren. Und das macht es dann schon ein bisschen anstrengender. Ich kann nicht einfach vorbeigehen. Dann muss ich sagen, dass der Campus barrierefrei war. Na ja, gut, komplett barrierefrei gibt es wahrscheinlich nicht. Aber es gab sehr wenig Barrieren. Das kann ich sagen. Man konnte so ziemlich mit jedem kommunizieren, wenn man nur wollte.
Was ich mir noch wünschen würde, ist, dass es vielleicht noch mehr Studierende gibt mit einem wirklich wunderbaren Bildungsniveau, die auch die Möglichkeit bekommen, ihre Karriere zu starten. Leute, die zum Beispiel an der Universität arbeiten wollen. Wie viele taube wissenschaftliche Mitarbeiter gibt es in Deutschland? Ich würde schätzen, vielleicht 10. In Amerika kann ich nicht mal zählen, so viele sind das. Ja, das sind deutlich mehr. Es gibt in Deutschland, okay, einen tauben Professor für den Bereich Linguistik, aber ich würde mir auch wünschen, dass es vielleicht auch einen tauben Professor für Pädagogik gibt, für Gehörlosenpädagogik, vielleicht auch 2 oder 3. Oder in anderen Bereichen, Sozialwissenschaften, soziale Arbeit. Da würde ich mir schon wünschen, dass es auch da taube Professoren gibt. Kannst du uns vielleicht noch erzählen? Also vielleicht ist es ja so, dass dein Traum irgendwann wahr wird. Vielleicht gibt es ja bald die tauben Professoren in verschiedenen Universitäten. Vielleicht kannst du uns dann noch erzählen, was deine wirklich schönste Erinnerung waren, Gerlodette, die du auch mitgebracht hast und die immer wieder mal präsent ist bei dir. Also ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich nicht auf Barrieren stoße. Das war abhängig von der Kommunikation. Ich konnte frei kommunizieren. Das war total super. Ich konnte auch gleich fragen, ich brauchte nicht gehemmt sein, sondern ich konnte gleich auf die Leute zugehen. Das war eine ganz wunderbare Zeit. Darf ich dich kurz noch mal fragen, wie sah das aus? Habt ihr da alle in der Klasse gesessen und war das dann paritätisch gemischt? Die Hälfte internationale Studenten, die Hälfte amerikanische Studenten. Wie sah das aus? Vielleicht kannst du uns da noch was erzählen zu. Es gab so vornehmlich die amerikanischen Studierenden, dann ein paar internationale Studierende, vielleicht noch 1, 2 Hörende. Aber eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die war super. Ich habe in der Klasse gesessen, es war ein Kurs zum Thema Linguistik, der Dozent war hörend. Ich saß zusammen in einer Gruppe von Studierenden, die alle hörend waren, was ich nicht wusste. Die haben sich durchgehend gebärdensprachlich unterhalten, es war eine durchgehend gebärdensprachliche Kommunikation. Und ich habe mich da einfach hingesetzt, es gab dann die Vorstellungsrunde und so dieses typische Denken, was taube Menschen manchmal haben, vielleicht auch so ein leichtes Schubladendenken, so, ist der jetzt taub, ist der hörend? Das wollte ich schon auch wissen und der Kurs lief gebärdensprachlich durch und dann habe ich dann mal gefragt, sag mal, wer ist hier eigentlich taub und wer ist hier hörend? Und dann haben die alle gesagt, nein, wir sind hier alle hörend. Und ich fand es unfassbar, dass alle hörenden Teilnehmer sich gebärdensprachlich in dem Seminar ausgetauscht haben. Die hätten natürlich auch, wenn kein Tauber da war, einfach sich lautsprachlich austauschen können. Aber nein, das war nicht so, sondern der Respekt der Gebärdensprache war da und das hat wirklich viel auch was mit Sprachpolitik zu tun. Und es gab da viele Diskussionen, die wir heute noch führen, die sind da schon längst geführt worden. Demzufolge sprechen einfach alle Gebärdensprache und es funktioniert. Und es ist ja spannend, dass egal ob hörend oder taub, dass alle in Gebärdensprache kommunizieren. Das hat ja eine ganz wunderbare Philosophie. Jetzt nochmal zurück, wenn es um die jeweiligen Aspekte geht, USA, Deutschland. Du hast deine Erfahrung gemacht. Dinge haben gefehlt vielleicht in einem deutschen bilingualen Konzept. Vielleicht kannst du uns jetzt erzählen, wie es mit dir weitergeht und wie du das auch umsetzen willst, was deine Erfahrungen waren. Ich bin momentan in Berlin an der Adolf-Eschke-Schule als Referendar, zum Teil meiner Lehrerausbildung. Es geht da um den bilingualen Unterricht, um den so gut wie möglich auszugestalten. Das ist das eine, was ich momentan mache. Und das zweite ist, was ich mir halt träume, wenn es um die Zukunft geht, dass es noch mehr taube Lehrer an den gehörlosen Schulen gibt. Und dass es vielleicht dann auch mehr Austausch gibt über einen modernen Unterricht, über moderne Unterrichtsformen für hörgeschädigte Kinder. Das wäre für mich wichtig. Meine persönlichen Erfahrungen im Allgemein würde ich mir einfach wünschen, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit gibt, dass man ein wirklich hohes gebärdensprachliches Niveau anbietet. Oder dass es eine Selbstverständlichkeit gibt, ob es eine lautsprachliche oder eine gebärdensprachliche Kommunikation gibt. Dass man das vielleicht den Kindern auch selbst überlässt, wofür sie sich entscheiden. Dass es auch druckfrei läuft. Meinen persönlichen Wunsch für die Zukunft, ich würde mir wünschen, dass gehörlosen Schulen vielleicht auch offen werden für hörende Menschen. Dass es vielleicht nicht eine paritätische Aufteilung gibt, aber dass man vielleicht dann doch auch hörende Menschen dazu nimmt oder hörende Kinder dazu nimmt, damit der Unterricht vielleicht auch lebendiger wird. Weiß ich nicht, 6, 7 hörgeschädigte taube Kinder und 3, 4 hörende Kinder zusammen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch eine ganz wunderbare Sache wird. Das hat ja auch ein bisschen was mit Inklusion zu tun. Ne? Also was ist denn so das Ideal, die Idealvorstellung, die du hast, wenn es um Inklusion geht? Du als Lehrer hast da vielleicht noch einen ganz eigenen Blick.
Was wäre inklusionsmäßig möglich oder wichtig, damit es eine wirkliche Gleichberechtigung gegenüber hörenden Menschen gibt? Ich finde Inklusion dahingehend schwierig, dass es ein breites Spektrum ist. Wir betrachten die Schule. Wichtig ist, dass man die Identitäten klärt, dass Kinder ihre klare Rolle bekommen und dass sie eine freie Entscheidung bekommen, welche Sprache sie wählen wollen. Ob es die Lautsprache ist oder die Gebärdensprache ist. Wenn es um die gemischten Klassen geht, die ich genannt habe, ist es schon so, dass die hörenden Kinder sich ein bisschen anpassen müssen und auch Gebärdensprache lernen müssen. Aber ich glaube, dass das ein relativ schneller Prozess wäre. Der zweite Punkt. Inklusion heißt für mich auch freie Entscheidung bei der Schulwahl. Dass man sich irgendwie angucken kann, okay, das ist jetzt hier der taube Lehrer oder das ist der hörende Lehrer, auch im Unterricht, dass das Kind auch gucken kann, okay, ich orientiere mich eher an dem Lehrer, der das Lautsprachliche anbietet oder an dem Lehrer, der das Gebärdensprachliche anbietet, dass das Kind es frei entscheiden kann. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass das Bildungsniveau sich nicht reduziert, sondern dass das Bildungsniveau in beiden Richtungen gleich hoch ist. Ich kann mir so vorstellen, so ein bisschen wie bei der staatlichen Europaschule in Berlin. Da gibt es zwei Sprachen, die angeboten werden. Also als Muttersprache zum Beispiel, weiß ich nicht, in dem Fall ist es Spanisch und Deutsch.